3, 2, 1 und Freunde! Quizfrage. Wer hat einen Bart, eine Halbglatze und macht unheimlich beschissene Sprüche? Denise, ist das jetzt irgendwie ein Diss gegen mich und meine Frisur auf meinem eigenen YouTube-Kanal oder was? Ich glaube, mein Hamster pupt. Entspann dich, Matthias. Die Rede ist natürlich nicht von dir, sondern vom schlimmsten Chef der Welt. Bernd Stromberg. Ah. Hm. 2004 ist die Serie Stromberg erstmals bei ProSieben auf Sendung gegangen und hat damit etwas ins deutsche Fernsehen gebracht, was es so nicht allzu häufig gibt. Stromberg ist nämlich eine sogenannte Mockumentary, das heißt, der fiktive Cast befindet sich in einer angeblichen Fernsehdoku, was ziemlich viele interessante Stilmittel erlaubt. Vorbild für Stromberg war damals die britische Serie The Office von und mit Ricky Gervais, die ja auch noch einen sehr erfolgreichen amerikanischen Ableger hat. Stromberg erzählt bekanntermaßen die Geschichte von Bernd Stromberg, einem absoluten Vollhorst, der Abteilungsleiter in der furchtbar tristen Kapitolversicherung ist, und die Geschichte seiner Angestellten, von denen einer durchgeknallter ist als der andere. Gedreht wurde diese legendäre Serie in und um Köln. Und wenn heute alles gut geht, dann zeigen wir euch in diesem Video die bekannten Drehorte. Wenn die Katze ein Pferd wäre, würde sie einen Baum hochreiten. Auf geht's. Bevor wir mit unserer heutigen Drehorttour starten, lasst uns mal ganz kurz über Armbanduhren sprechen. Ja, richtig gehört. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr meine Videos guckt, ich bin ja Uhrenträger. Häufig hängt an meinem Handgelenk eine Smartwatch. Ich muss allerdings auch sagen, die geht mir manchmal ganz schön auf die Nerven. Zum Beispiel, wenn ich einfach mal abends ganz entspannt in einem Restaurant sitzen möchte und einfach nicht wissen möchte, wer mich schon wieder versucht hat anzuklingeln. Und in solchen Fällen trage ich auch ganz gerne einfach mal schöne analoge Uhren, was uns zu unserem heutigen Sponsor bringt, nämlich Holzkern. Das ist ein mittlerweile in seinem Bereich führendes Unternehmen aus Österreich, das wunderschöne Armbanduhren und jede Menge weitere Accessoires produziert. Die Produkte sind mitunter aus natürlichen Materialien wie Holz und Stein und sie sind so gefertigt, dass sie lange halten. Ich habe mir direkt mal zwei schöne Uhren ausgesucht. Das hier ist das Modell Blätterdach in einem wunderschönen Dunkelgrün und das hier ist das Modell Bergsee in einem schönen Blauton. Das verwendete Holz ist FSC-zertifiziert oder Restholz aus der Möbelindustrie. Holzkern unterstützt auch Wiederaufforstungsprojekte. Vertreten ist Holzkern in mehr als 10 stationären Geschäften in Deutschland und Österreich und alle anderen können einfach auf der Website bestellen. Innerhalb von 2 bis 5 Tagen sind die Produkte in der Regel da. Und wer auf Armbanduhren überhaupt keine Lust hat, der kann trotzdem mal bei Holzkern vorbeischauen, denn mittlerweile gibt es dort auch Bandlets, Sonnenbrillen, Schmuck, Handtaschen und vieles mehr. Wenn ihr euch die Produkte von Holzkern auch einmal angucken möchtet, dann klickt doch mal den Link unten in der Videobeschreibung und mit dem Code Matthias bekommt ihr sogar noch 15% Rabatt, könnte sich also lohnen. Vielen Dank an Holzkern für die Unterstützung dieses Videos und jetzt geht's auf zu den Drehorten von Stromberg. Willkommen in Köln und willkommen an unserem ersten Drehort für heute, was sicherlich nicht der schönste Ort auf unserer Reise sein wird, wenn ich mir das mal hier so angucke. Aber es ist sicherlich einer der ikonischsten Drehorte aus der Serie Stromberg und zwar, Achtung die Neise, die berühmte Brücke aus dem Intro. Okay, wir stehen jetzt hier umzingelt von dichtem Verkehr. Hinter uns und vor uns brausen die Autos umher und das ist ein bisschen gefährlich. Ja. Trotzdem haben wir einen Blick auf diese wunderschöne Brücke, oder? Also es ist doch wirklich ein architektonisches Meisterwerk, oder, Denise? Sie ist auf jeden Fall schwungvoll, ja. Aber ist ja nur für Fußgänger. Ja, was können wir jetzt hier auf dieser Szene entdecken? Also das Einzige, was mir ins Auge sticht, was sich wirklich verändert hat, sind so ein bisschen die Häuser im Hintergrund, oder? Also die haben auf jeden Fall mal mindestens einen neuen Anstrich bekommen. Möglicherweise wurden sie auch mal etwas umfassender saniert. Die sahen damals vor 20 Jahren auf jeden Fall ein bisschen runzliger aus. Ja, besonders das Haus in der Mitte quasi. Also das links und das rechts, die sehen noch ziemlich ähnlich aus, aber das in der Mitte hat sich deutlich verändert. Erscheint jetzt in so einem modernen
Grau. Wunderschön. Ja, wunderschön. Also man muss sagen, das ist auf jeden Fall das Schönste, was hier in dieser Ecke zu sehen ist, oder? Ja, und auch die Liebe zum Recycling wurde offensichtlich zwischenzeitlich entdeckt, weil wir jetzt heute da drei wunderschöne Altglascontainer und einen Altkleidercontainer haben. Ansonsten diese Betonpöller da um die Brücke herum, die sind damals Original. Schon da gewesen. Original, genau. Dann ist auf der linken Seite ein Pfeiler, da hingen damals noch keine Werbeplakate, heute aber schon. Also das Haus im Hintergrund auf jeden Fall, das ist, würde ich sagen, sogar schmuddeliger geworden als damals, oder? Das könnte auf jeden Fall mal wieder ein bisschen gelbe Farbe. Ja, das hat jetzt so Ombre, ne? Also es tropft so grau runter. Aber ist ganz schön, so ein Farbverlauf ist mal was Neues. Auf jeden Fall. Also man kann sich das hier richtig gut vorstellen, so wie die ganzen Menschen, die nicht wirklich Lust haben an ihrem Job, tagtäglich hier die Brücke rauf und runter laufen. Ich würde sagen, dann laufen wir mal auf die Brücke drauf, denn da finden wir nämlich auch noch eine Szene. Alles klar. Deneisel, wie fühlst du dich jetzt, diese historische Brücke, diesen historischen Drehort hochzulaufen? Was würdest du tun, wenn das hier dein täglicher Weg zur Arbeit wäre? Du müsstest das hier sehen, jeden Tag. Ja, es ist so ein bisschen die Spirale der Depression, die man hier hochläuft. Also man kann sich schon vorstellen, dass das nicht gerade der Motivation am Arbeitsplatz gedient hat, hier jeden Tag über diesen Verkehr zu laufen. Wirklich, ne? Das Einzige, was wirklich so ein bisschen bunt ist, ist das Graffito unten. Das fasst dieses Feeling der Serie irgendwie echt zusammen, ne? Ja. Wetter das ist, passt auch. Das ist, also Köln ist wirklich die Kapitol als Stadt, oder? Bisschen, ja, ein bisschen. So, hier ist nochmal der Vollständigkeit halber. Das ist auch eine Szene, die immer wieder im Intro gezeigt wird. Die können wir jetzt natürlich so im Detail nicht nachstellen, logischerweise, weil dafür müssten wir in die Luft fliegen. Aber ja, das ist tatsächlich dieselbe Brücke, die auch in dieser Szene hier zu sehen ist. Wie wir auch zum Beispiel an diesem Beton, an dieser Betonnaht, oder wie nennt man das? Das sind so Flanschen, ne? Wo die einfach nochmal repariert haben. Ich glaube, Flansch ist das richtige, ist der richtige Ausdruck. Ich glaube, Flansch ist der richtige Ausdruck für alles, was irgendwie mit Bauen zu tun hat. Genau, also so sieht die Brücke in der Realität aus. Und was man hier auch sieht, ist die Straße mit so zwei Pfeilen. Und die sehen wir auch hier. Schaut mal da. Da Geile unten. Pfeile. Genau. Und auch das Absperrgitter hier in der Mitte, in diesem rostigen, charmanten Braun. Ja. Das gab es damals schon. Hat sich nicht verändert. Wow. Wunderschön. Wunderschönes Stromberg-Feeling. Die Suche nach dem Parkplatz gestaltet sich wieder schwierig. Hier ist eine Garage. Pass ich da rein? Ja, dreimal, ja. Sie haben's wieder geschafft. Wir parken rückwärts ein, ohne Kamera. Geil. Einfach mal einen Parkplatz gefunden. Ach, Nachtbuschein. Nach diesem ikonischen Drehort gucken wir uns jetzt ein paar Szenen aus dem großen Stromberg-Film an. Der ist 2014 erschienen und war der große Abschluss der Stromberg-Serie. Und das Ganze machen wir ein bisschen chronologisch, deswegen stehen wir jetzt auf diesem Parkplatz. Von hier aus ist die gesamte Kapitol auf eine Betriebsversammlung gefahren. Und das hier ist sie, die berühmte Szene, die wir alle aus dem Film kennen. Die ganze Gruppe wartet nur auf den Busfahrer, um dann zum Hotel zu fahren. Und das wurde von hier gefilmt. Jo. Und was können wir erkennen, Deneise? Die Parkplatzsituation war deutlich entspannter damals. Also, ja. Wir befinden uns hier übrigens gerade auf dem Messeparkplatz der Stadt Köln. Da gibt es mehrere Parkplätze um diese geschwungene Brücke hier herum quasi. Und das hier ist Parkplatz P21, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, ja. Ja, der Baum ist noch da. Ja, ne? Schön, oder? Der hat auf jeden Fall überlebt. Ist auch gar nicht so groß gewachsen tatsächlich. Sieht tatsächlich 1:1 aus wie in der Szene. Ja, hat immer noch diesen schönen diesen ausstehenden Ast da auf der rechten Seite. Ja, der markante Ast. Der markante Ast. Er ist ihm geblieben.
Ja. Was wir sehen ist, das, also da gab es früher auf der rechten Seite an der Laterne gab es ein Parkplatzschild. Busparkplatz, das ist heute entfernt worden. Was auch irgendwie ganz witzig ist, auf der linken Seite oben an der Brücke, man darf heute schneller fahren als früher. Ja. Früher war da ein Tempo 30-Schild, heute ist Tempo 50. Und irgendwie, was ist das da oben für ein Schild? 4 Meter. Also, weiß ich aber nicht, was das heißen soll. Wahrscheinlich, 4 Meter breit. Nee, hoch, oder? Nee, oder? Werden wir durch dieses Video unseren Führerschein verlieren? Schreibt mal dran. Ja, die Häuser im Hintergrund sieht man auf jeden Fall immer noch. Die waren damals schon da, sehen farblich ein bisschen anders aus. Was aber, glaube ich, damit zu tun hat, dass, also man hat diesen Film wirklich, also grau in grau gefilmt, oder? Ja, also da hat Graufilter man, ja, da hat man auf jeden, ja, da hat man auf jeden Fall noch mal ein bisschen Farbe rausgenommen, damit es noch trister aussieht. Laternen sind alle noch dieselben. Ja, hier hat sich auf jeden Fall überhaupt nichts großartig verändert, ne? Hier spricht der Chef höchstpersönlich mit Ulf. Ich finde, Ulf ist ja eigentlich fast, unsympathischer als Stromberg, oder? Ja, absolut. Ich weiß nicht, es ist nicht mein Lieblingscharakter. Nee, irgendwie so angepasst, gefällt mir gar nicht. Ja. Babyface. Und das ist auch irgendwie interessant, weil in der amerikanischen Vorlage, beziehungsweise es gibt ja eine britische und eine amerikanische Vorlage, die britische bin ich jetzt auch nicht so der Fan von, aber der amerikanische Abklatsch, da ist ja Jim, der da den Ulf spielt, jetzt packe ich hier mein absolutes Nerdwissen aus, einer der sympathischsten Charaktere überhaupt. Also ja. Jim und Pam sind meine absoluten, also die sind einfach super sympathisch und die haben auch eine total tolle Love Story in The Office, im amerikanischen The Office. Aber Ulf und Tanja, ey, finde ich katastrophal. Ich finde die schlimm. Ich hasse die sehr. Kann man sich sparen auf jeden Fall. Da hat die Übersetzung nicht geklappt. Muss man ganz ehrlich sagen, ist in der deutschen Version nicht angekommen. Ich glaube, es war auch nicht gewollt, ehrlich gesagt. Ach so, das kann natürlich sein. Ja, also auf jeden Fall wechselt Bernd ein ernstes Wort mit Ulf. Und das ist alles hier gefilmt worden. Auch hier hat sich nicht sonderlich viel verändert, würde ich sagen. So, und hier ist der Bernd mit seinem Schirmchen, die aus einer Sekt, oder was ist das für eine Flasche? Ich würde sagen Rotkäppchen. Ja, oder? Es gibt aber auch noch, das wäre keine Schleichwerbung, es gibt aber auch noch Freschenett. Ich kenne mich ja mit Alkohol überhaupt nichts aus. Danke, dass du geholfen hast. Gibt auch alkoholfrei. Ja. Jetzt für 13,90 Euro. Hier im Edeka Schimmelpfennig. Okay, also hier haben wir Bernd und Schirmchen, die aus einer Flasche undefinierbarem etwas trinkt. Und das passiert alles auch vor dieser schönen Laterne, die wir hier sehen. Im Hintergrund wieder einmal die Brücke mit dem schönen blauen Geländer und die Häuser. Ja, ist hier heute alles sehr zugeparkt und man kann nicht viel erkennen. Aber das ist der Ort gewesen. Absolut. Und es scheint zu schmecken. Hier sitzt Ernie auf seinen Trolleys und macht, was auch immer er da macht. Auf jeden Fall ist er wieder hochgradig nervös wegen irgendwas. Und das wurde von hier gefilmt. Hier sehen wir noch so ein bisschen, ja, die Bürogebäude da hinten auf der anderen Straßenseite. Kann man jetzt hier alles wegen der ganzen Autos nicht so richtig erkennen. Aber die ganzen Pfosten und so weiter und so fort und die Brücke und die Straßenmarkierung natürlich, ja, ist immer noch... Die charakteristischen Straßenmarkierungen, ja. Die sind nach wie vor erhalten. Ja. Exakt. Hier sehen wir nun den adoptierten Sohn von Ulf und Tanja, dessen Name mir entfallen ist. Wie hieß der denn nochmal? Keine Ahnung. Der nicht so ganz das Konzept des an den Baumpinkelns verstanden hat. Obwohl Wildpinkeln in Köln ja Tradition hat. Das wundert mich, dass der Kleine da noch gar nicht eingeführt ist. Vorzugsweise Hauseingänge, gerade um die Karnevalszeit. Wir sehen auf der linken Seite ein großes Bürogebäude, was auch wieder ein architektonisches Meisterwerk ist, würde ich sagen. Oder ist es ein Wohnhaus? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ein Wohnhaus. Da müssen Menschen wohnen, Matthias. Hier der Vollständigkeit halber nochmal, die ganze Gruppe läuft auf den Happy Tours Bus, der, glaube ich, auf ganzer Linie gut steht unten drunter. Der hat auch irgendwo, glaube ich, in irgendeiner Szene sieht man das, dass Happy Tours aus Finnsdorf kommt. Also der zwischenzeitlichen Arbeitsstelle von Bernd Stromberg. Witzigerweise Cass Bora-Setra. Genau mit so einem Bus bin ich damals immer zur Schule gefahren. Wow, echt? Ja. Auf dem Land aber, ne? Ja, auf dem Land. Genau, wirklich aus der absoluten Walachei. Und dann in die große Stadt, die
35.000 Einwohner hatte oder so. Und das war wirklich exakt so ein Busmodell, Kes Bora Setra. Und der ist auf jeder zweiten Fahrt in die große Stadt ist der kaputt gegangen. Oh, wir standen ja an der Ampel und dann ist der immer ausgegangen und keine Ahnung was. Und manchmal roch es auch ein bisschen verbrannt. Vielleicht hört man deswegen auch heute gar nichts mehr von diesem Bushersteller. Das möchte ich jetzt nicht beschwören. Ich glaube, den gibt's noch, oder? Müssten wir nochmal googeln. Sag mir was, aber nicht in Bezug auf Busse, oder? Auf jeden Fall wurde das von hier gefilmt. Baum ist wieder zu sehen. Laterne ist wieder zu sehen. Das Schild ist und die zu ganze sehen, Truppe. Aber weg. Freut sich auf die Betriebsfahrt. Yay! Ich hasse Betriebsfahrten. Ich liebe es. Wirklich? Ich habe noch nie eine gemacht, fällt mir gerade ein, aber ich hasse sie schon mal vorsorglich. Ja, man hasst das halt, solange man nüchtern ist, ne? Sag ich mal. Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Oh, wie schön! So, ich würde sagen, wir machen eine Pinkelpause, oder? Ja. Und zwar genau hier. Kaffee ist durch, sag ich mal, ne? Ah, herrlich. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Tada! Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, nachdem die ganze Kapitolversicherung mit dem Happy Tours Bus losfährt, ist es irgendwann Zeit für eine Pinkelpause und da streikt dann auch der Busfahrer und Lurchi muss den Bus dann weiter zum Hotel lenken. Diese Pinkelpause findet hier hinter uns statt, wenngleich sich dieser Ort ein kleines bisschen verändert hat. So, da stehen wir mitten in der Prärie. Die beiden unbekannten Darsteller, ich weiß nicht, wie die in der Serie Stromberg heißen, ich glaube, die werden auch niemals genannt, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr geschmackvolle, gestreifte Pullis. Auf jeden Fall, genauso stelle ich mir das vor in der Kapitol. stehen an einer Straße, die wir hier sehen. So sieht das hier heute alles in der Realität aus. Und warum wir wissen, dass wir hier am richtigen Ort sind, ist natürlich diese Scheune, die wir dort im Hintergrund erspähen können. Ja. Und die hat auch noch so drei wunderschöne alte Bäume nebendran. Die sehen wir in der Serie und auch in der Realität. Ist das nicht schön? Und auch an der Straße selbst hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben hier zum Beispiel irgendwie eine andere Anordnung der Strommasten, oder? Und es hat sich ein bisschen was an der Beschilderung dieser Straße geändert. Yes. Ja, wir haben jetzt ein Vorfahrtsschild. Ist doch, ne? Spiegelei. Vorfahrt. Ja, das ist richtig, ja. Außerorts stehen diese Schilder übrigens immer hinter der Straße und so, innerorts vor, okay. Oder? Also wenn wir nach dieser Folge nicht unseren Führerschein verlieren, ne? Verkehrsfacts mit Maddie. Ich möchte meinen Führerschein gern behalten. Bitte meldet das nicht der Polizei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn sonst kann ich nie wieder eine Drehautour für euch machen. Auf jeden Fall haben wir auch ein Vorfahrtsachtenschild auf der Straße, wo wir jetzt stehen, die übrigens auch eine neue Fahrbahndecke bekommen hat. Also das ist jetzt nicht mehr so eine Buckelpiste mit ganz vielen Schlaglöchern, sondern ein dreckiger Weg mit wenig Schlaglöchern. Also hier im Film sieht die auf jeden Fall so aus, als wäre da mehrfach Rollsplit drauf geschüttet worden. Yes. In der Hoffnung, dass es irgendwas bessert. Aber nein, es nervt einfach nur. So, und hier sehen wir dann jetzt nochmal unseren wunderschönen Kes Bora Setra Bus von Happy Tours aus Finnsdorf, der vor zwei wunderschönen alten Bäumen steht und vor einem Kraftwerk. Ja, und wir müssen euch leider an dieser Stelle enttäuschen, denn die Bäume existieren nicht mehr. Das ist richtig. Sind wahrscheinlich, so vermute ich, dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Ich möchte dagegen halten, gegen diese Theorie. Soweit ich weiß, das Mansplaining, sofern ich weiß, betrifft die Borkenkäferplage eigentlich nur Fichten, oder? Sind das Fichten? Ich weiß es nicht. Das könnte eine Unterart der Fichten sein. Die Kringelfichte. Weil die kringelt sich so in den Himmel. Ja, du hast vollkommen recht. Natürlich, klar. Entschuldigung, dass ich dich korrigiert habe. Ja, also wir sind uns nicht sicher, was mit diesen beiden, ich benutze dieses Wort jetzt nochmal, ikonischen Bäumen passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich das gegoogelt kriege, ich glaube nicht. Muss man mit leben. Manchmal müssen Dinge weichen, damit Neues entstehen kann.
Zum Beispiel diese beiden kleinen Bäume da. Was sehen wir im Hintergrund? Wir sehen im Hintergrund ein großes Kraftwerk. Hier fände ich jetzt wieder eine kleine Google-Suche von Matti aus dem Off nicht schlecht. Was ist denn das da für ein Kraftwerk, Matti? Ja, das kann ich dir sagen, Matti. Das ist das Kraftwerk Niederaußem von RWE Power. Ein Braunkohlekraftwerk, das aus 9 Blöcken besteht. Es ist tatsächlich ein super Kraftwerk, denn es ist das zweitleistungsstärkste Kraftwerk Deutschlands. Aber mit einem CO2-Ausstoß von 16,1 Millionen Tonnen auch das Kraftwerk mit den dritthöchsten Treibhausgasemissionen aller europäischen Kraftwerke. Oh, Matti, das hast du gut gegoogelt. Ist das ein Schaf oder ein Mensch da auf dem Feld? Nein, das ist Ernie. Ach so. Ich glaube, das ist Ernie, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Genau, aber irgendjemand der Capitol-Crew versucht dann auf dem matschigen Acker zu pinkeln, was ich niemandem empfehlen würde, weil er ist wirklich super matschig. Ja. Genau. Im Hintergrund sehen wir dann ein weiteres mutmaßliches Braunkohlekraftwerk vielleicht? Keine Ahnung. Es dampft auf jeden Fall ordentlich. Google das nochmal bitte, Matti. Ja, vollkommen richtig geraten, Matthias. Auch das ist ein Braunkohlekraftwerk, in diesem Fall das Kraftwerk Neurath im Süden von Grevenbruch. Ja, auf jeden Fall viel verändert hat sich hier nicht. Das Kraftwerk ist noch da. Es dampft heute sehr viel mehr, als das im Film damals der Fall gewesen ist. Und der matschige Acker ist immer noch exakt so matschig wie damals. Genau, wir scheinen zur genau gleichen Zeit im Feldzyklus ja. da zu sein, wie damals gedreht wurde. Ja, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, kann man wohl so sagen. So, und nun sind wir auf der anderen Straßenseite. Kleiner Disclaimer, wir können jetzt diese Szene nicht im Detail so nachstellen, weil sonst müssen wir hier wirklich auch auf den matschigen Acker drauf. Und das wollen wir weder dem Landwirt noch unseren Schuhen antun. Der ist gerade schon hier vorbeigefahren übrigens. Ja, und hat böse geguckt. Genau, das wurde von hier gefilmt und hier sehen wir jetzt dieses wunderschöne, wie nennt man das eigentlich? Dieses Gebetshäuschen. Gebetshäuschen, ja. Da sind auch schöne Blümchen und so weiter und so fort drin und da sehen wir ganz gut, wo denn dieser Bus geparkt hat. Und was wir hier halt auch ganz gut sehen, irgendwas hat sich an der Landschaft hinter dem Bus verändert. Hier ist nämlich ein Sportplatz. Ein Sportplatz, ein Fußballplatz. Ja, und es sieht so aus, als wäre der damals, als der Film gedreht worden ist, noch nicht da gewesen. Absolut. Der wurde ganz offensichtlich im Anschluss gentrifiziert. Ja, ich weiß nicht, ob die Bäume dem Sportplatz zum Opfer gefallen sind. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, weil die stehen vor dem Sportplatz. Ja. Aber wenn, dann wäre es wirklich schade drum. Also ich würde mich immer eher für Bäume entscheiden, als für Sport. Fußballer. Ja. Und für Sport kommt noch dazu, genau. Hier sehen wir jetzt unseren Ernie, der vor dem Gebetshaus rumläuft. Und Denise hat das freundlicherweise einmal nachgestellt. Ja, das wurde ungefähr von hier gefilmt. Hier sehen wir das auch nochmal ganz gut. Der Weg im Hintergrund ist super matschig damals gewesen. Also hier hat man auf jeden Fall ein bisschen was auch an der Straße und so weiter gemacht. Vermutlich einfach um ja, den Sportplatz befahrbar zu machen oder so. Genau. Ja, und hier der Vollständigkeit halber nochmal, man sieht auch aus dem Bus heraus diese Straße hier. Das ist jetzt nicht exakt dieselbe Stelle, wo wir jetzt hier stehen, weil da hinten eine Kurve zu sehen ist und hier nicht, aber ganz offensichtlich wurde aus dem Bus heraus diese lange Landstraße durch die Walachei gefilmt. Ja, sieht wirklich immer noch so trist und ländlich aus. Aber heute ein bisschen stärker befahren als in diesem Bild. Allerdings. So, wer gut aufgepasst hat, der weiß natürlich, der nächste Drehort im Film wäre jetzt natürlich das Hotel, wo die ganze Kapitol-Belegschaft hinfährt, um dann dort die große Kapitol-Tagung abzuhalten. Das Problem ist allerdings, dieser Drehort, das Hotel, befindet sich nicht hier in der Umgebung von Köln, sondern in Arnsberg im Sauerland. Das ist ziemlich weit weg und würde unsere Drehorttour heute ein kleines bisschen sprengen. Deswegen verzichten wir einfach mal darauf und fahren zu einem anderen wichtigen Drehort, der aber auch gar nicht so weit weg von hier entfernt ist. Und zwar zur Kapitol-Außenstelle in Finnsdorf. Schön synchron. Ja. Finnsdorf. Das sieht auch wirklich aus wie Finnsdorf. Hier ist der Hund begraben.
Herrend. Guten Tag. Das ist wichtig. Hier im Dorf muss man immer grüßen, zwar mit so einem respektierenden Nicken. Ja. Oder wie so ein Busfahrer, so den kleinen Finger einfach nur heben. Ja, stimmt, kann man. So, und da sind wir auch schon angekommen in Finnsdorf, was übrigens in der Realität nicht Finnsdorf heißt. Das hier ist der kleine Ort Walberberg und der gehört zur Stadt Bornheim. Und ja, so wird dieser Ort in der Serie gezeigt und so sieht er heute in der Realität aus. Wir sehen, so stimmt finde ich es jetzt nicht, oder? Es ist eigentlich recht farbenfroh, also zumindest das Haus auf der linken Seite. Absolut, das hat einen Refresh bekommen. Ansonsten die ganzen Häuser, die wir da so im Hintergrund sehen, die haben sich eigentlich nicht großartig verändert. Das ist immer noch grau oder braun in weiß. Ne? Wir haben auf der rechten Seite so ein kleines Fachwerkhäuschen, was irgendwie nicht so richtig in diese ganze Straße passt, oder? Nee, das stimmt. Das fällt ein bisschen raus. Ja, es fällt ein bisschen raus. Wir haben immer noch rechts diese Zickzacklinie auf der Straße. Die war auch damals im Film schon da, beziehungsweise in der Serie. Da liegt auch Stroh, oder nicht? Guck mal. Liegt stimmt. Das Stroh? Ja, ich glaube, ist es nicht so, dass in der Szene auch irgendwie ein Trecker einmal durchs Bild fährt oder irgendwie sowas? Dass der irgendwie, also, oder das könnte natürlich sein, dass sie das da hingelegt haben, einfach nur damit es ein bisschen ländlicher und so aussieht irgendwie. Ja. Auf jeden Fall sehen wir auf der linken Seite auch schon zum Teil die Kapitol-Filiale, die heute ganz offensichtlich ein Wohnhaus ist. Auf Google Maps ist dort auch noch ein Maler eingetragen. Ich weiß nicht, ob der noch da ist oder keine Ahnung. Man kann das Haus grün gestrichen haben. Gehe ich mal wohl aus. Ne? Da gehe ich auch mal zeigen, was man kann. Ja. Ja, aber abgesehen von der Farbe hat sich in dieser Straße zumindest nicht so wahnsinnig viel verändert. Man sieht aber auch, dass eins der zwei Fenster zugepflastert, oder? Stimmt, da ist irgendwas passiert. Ja, fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Erneut eröffnet. Ja. Ganz merkwürdig. Damit man diesen schönen Ausblick hier in das Dorf Rhein nicht verpasst. Ne? Genau. So, jetzt haben wir einen wunderbaren Blick zum einen auf unseren Bernd, der an einer Zigarette zieht und vor der Kapitol-Filiale, vor der Kapitol-Außenstelle Finnsdorf steht. Das Gebäude dahinter hat definitiv eine optische Aufwertung erfahren. Schaut euch das mal an, es sieht wirklich wunderschön aus. Im Film, guckt ihr mal, gibt es eine bestimmte Bezeichnung für diese Art von Türen? Das verbinde ich total mit 70er, 80er Jahre irgendwie Style. Ja, mit so einem schrägen Griff, ne? Ja, das war irgendwie total in irgendwie. Schräggrifftür. Finde ich furchtbar hässlich. Und aber der schwarze Nöpsel hat so Grip. Das, weißt du, genau, und immer du nicht ab. Und über diesem Grip stand immer dieses Drückenschild. Und zwar im immer selben Design, oder? Und häufig hat man gezogen. Ja. So ist das Leben. Genau. So auch hier bei der Kapitol-Filiale. Wir sehen heute eine wunderschöne weiße Tür, ist dort heute zu sehen. Und auch diese, ja, diese Fenster, die also wirklich ganz furchtbar aussahen damals in der Serie. Heute wirklich eine schöne, weiße Fensterfront. Energieeffizienz Klasse A. Definitiv. Schön modern. Ja, also da hat man richtig was gemacht. Das Gebäude hier in der Serie hat auch wirklich unten überall, ne, so ganz, so das zerbröckelt schon fast so ein bisschen, ne? Ja. Und wir haben, das sehen wir jetzt hier auf dieser Szene gar nicht, aber auch in anderen Szenen können wir das erkennen. Früher gab es hier definitiv noch kein Kreuz. Ja. Neben der Hauswand. Und auch das Anno Domini 1899-Schild. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das sieht man ja auf, ja, das sieht man ja auf dieser Szene hier gar nicht. Und ich glaube, da könnten wir uns schon sehen. Ja, kann sein, dass das da damals auch noch nicht hing. Dass man hier wirklich gedacht hat, guck mal, das Haus ist so alt. Jetzt zeigen wir auch mal, dass es so alt ist. Und streichen es lindgrün. Ja. Umso interessanter, dass man es das hier so vergammeln lassen hat. Ja. Ne? Ja. Aber gut, dann hätte es auch keine Kapitol-Filiale gegeben. So, hier nochmal der Vollständigkeit halber. Unser Bernd telefoniert vor der wunderschön designten Tür mit dem Drücken und mit dem Griff. Ja, und im Hintergrund sehen wir nochmal die Straße, die wir eben schon gesehen haben. Hier nochmal, unser Lurchi sitzt vor der Kapitol-Filiale mit einer Kapitol-Tasse in der Hand. Kapitol sorgenfrei. Ja, das wurde von hier gefilmt. Ja, auch hier sehen wir nochmal, wie schön renoviert dieses Gebäude wurde. Hier haben wir jetzt einen Blick aus der Kapitol-Filiale heraus. Und hier wird es ziemlich interessant, finde ich zumindest. Denn wir sehen hier auf der linken Seite ein Fenster. Dieses Fenster können wir tatsächlich auch hier in der Realität sehen. Was wir allerdings komischerweise nicht mehr erkennen können, ist dieses Fenster auf der rechten Seite. Yes. Hm.
Möglicherweise, so jetzt meine Vermutung, wurde da rechts ein Haus abgerissen. Ja. Und das macht auch relativ viel Sinn, denn hier ist ein, wie ich finde, sehr neumodisch aussehender Parkplatz. Ja, irgendwie. Ein Neubaugebiet fast, ne? Erstreckt sich da hinten. Genau, hier scheint irgendwie ein Neubaugebiet oder irgendwas gebaut worden zu sein. Und hier muss damals auf der rechten Seite irgendwie ein Gebäude gewesen sein. Dieses Haus da, das scheint mir auch irgendwie neu zu sein. Also ja. Da ist irgendwas passiert hier. Und das sehen wir nicht nur in dieser Szene, das sehen wir auch noch in der nächsten. In dieser Szene haben wir nämlich nochmal einen Blick aus der Kapitol-Filiale heraus und da sehen wir dann auch nochmal ein Gebäude im Hintergrund. Es könnte jetzt natürlich theoretisch auch sein, dass sie es an einem völlig anderen Ort gedreht haben, wovon ich jetzt allerdings nicht ausgehe. Das macht alles chronologisch sehr viel Sinn. Deswegen, ich vermute sehr stark, dass hier damals wirklich ein Gebäude gestanden hat. Auch schon ein sehr altes Gebäude, wie man hier auch sieht. Ja. Und das hat man dann wahrscheinlich irgendwann mal dem Erdboden gleich gemacht. Und auf ein winzig kleines Detail möchten wir auch noch hinweisen. In einer kleinen Szene, als Stromberg die Kapitol-Außenstelle vorstellt, weist er ja auf diese Stuck, wie nennt man das? Diese Stuckdecke, ne? Mhm. Ist es doch eigentlich. Hin, dass hier alles so wunderschön schön gemacht sei. Und das ist tatsächlich kein Fake. Die hat man da nicht irgendwie hingeklebt oder sowas für die Handlung. Nein, die existiert tatsächlich. Hier ist tatsächlich so eine Stuckdecke über dem Eingang. Aber auch das einzige Relikt, was, finde ich, so ein bisschen historisch aussieht an diesem Gebäude, oder? Ist so. Kurioserweise, dass halt dieses Relikt aus alten Zeiten offenbar noch existiert. Schön. Aus dem idyllischen Dorf rein in die verbotene Stadt. Wir sind nämlich in Düsseldorf und damit zurück in der Handlung des Stromberg-Films. Das hinter mir ist das Schloss Garrat, besser bekannt vielleicht als die Bumsbude, in der der Kapitolvorstand seine Bunga-Bunga-Partys feiert. Und das hier ist es, das Schloss Garrat in seiner vollen Pracht, wie wir es im Stromberg-Film sehen. Und ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt irgendeinen Vollmüll über dieses Schloss erzählen. Lass uns mal kurz direkt Google Matti ranlassen. Ich meine, wir könnten auch die Infotafel hinter uns zu Rate ziehen, aber genau, Matti, go Google. Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Der Ursprung des Schlosses Garrat ist nicht hundertprozentig geklärt. Man geht davon aus, dass es bereits im 9. Jahrhundert existierte und hier unter anderem das Rittergeschlecht von Garderode beherbergte. Nach dem Zweiten Weltkrieg bezogen britische Truppen das Schloss und es gehörte auch bis in die 50er Jahre der britischen Regierung. Dann ging es an die Deutsche Bundespost über, später dann an die Stadt Düsseldorf und heute nutzen mehrere Unternehmen dieses Schloss gewerblich, vor allem für kulturelle Veranstaltungen, aber vielleicht manchmal auch für eine Kapitol-Bums-Party. Wer weiß das schon? Wer hätte das gedacht, Matti? Wahnsinn. Ja, ich bin auch total begeistert, was Google Matti alles rausfindet, oder? Ja, was können wir jetzt hier auf unserer Filmszene entdecken? Eigentlich nicht besonders viel. Der Kapitol-Bus, beziehungsweise der Happy Tours-Bus, ist, das ist ja auch der Running Gag im Film, wieder ins Blumenbeet gefahren, weil Lurchi wieder am Steuer saß. Sieht so aus, als hätte man das wieder in Stand gesetzt, oder? Da ist jetzt auch ein Schild. Das stimmt, da ist ein Schild, wahrscheinlich Busse parken verboten. Ja, genau. Ja, ansonsten, ja, das Schloss hat natürlich an seiner Fassade, hat sich nichts geändert. Immer noch so ein Schotterparkplatz davor, da hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Die Botanik drumherum ist immer noch dieselbe, ne? Ja. Und auch die Bäume im Hintergrund scheinen noch die gleichen zu sein. Ja. Also ich finde es schön, ich würde da wohl auch meine Bunga-Bunga-Party feiern. Wenn wir mal die Filmsafari-Betriebsfeier machen. Darf ich das als Einladung verstehen? Im Film war es eigentlich so, dass Frauen nicht dort erlaubt sind. Aber ich würde eine Ausnahme machen. Ne, bei mir kann man das schon mal machen. Kann aber auch sein, dass danach die Kündigung folgt. Für wen auch immer. Irgendwie macht dieser Handlungsstrang, den wir gerade nacherzählen, überhaupt keinen Sinn. Hier das Gebäude einmal von unten gefilmt in Nahaufnahme. Und da sehen wir auch ja, dieses wunderschöne Emblem, was da oben zu sehen ist. Ein ist Wappen immer noch da. Vielleicht? Ein Wappen, Google ja. Matti wird uns aufklären können. Ich glaube nicht, dass Google Matti das herausfindet, was das wohl für ein Emblem ist, oder? Da bringst du mich jetzt in Teufelsküche. Also da ist auf jeden Fall ein wunderschön prunkvolles Wappen zu sehen. Genau, ansonsten, ja, der Balkon ist noch da, genau an selber Stelle. Da hat sich nicht viel verändert.
Hier steht Lurchi vor seinem Chef und die Tür ist in Nahaufnahme zu sehen. Das möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist nämlich immer noch exakt dieselbe wie damals. Ja, die ist auch so schön verschnörkelt. Ja, absolut. Sehr einladend. Hier steht der Boss am Fenster und auch hier sehen wir, auch die Fenster sind offenbar immer noch dieselben wie damals. Auch wenn die Gardinen fehlen. Das ist auch besser so. Freunde, das war das berühmte Schloss und auch unser vorletzter Drehort für heute. Und aufmerksame Stromberg-Fans, die wissen natürlich längst, ein ganz wichtiger Drehort, der fehlt noch auf unserer Liste. Und welcher das ist, das möchten Denise und ich euch heute mit einem kleinen Ständchen nahebringen. Also, 3, 2, 1 und 4. Wir sind die Kapitol. Seit 30 Jahren Sicherheit und Schutz. Schutz, Schutz. Ja, und das Kapitolgebäude befindet sich in Köln. Das heißt, wir müssen zurück nach Köln. Ja, genauer gesagt müssen wir zum Technologiepark Köln. Das ist ein wunderschönes Viertel mit mal wieder ganz wunderbaren architektonischen Highlights, wie zum Beispiel diesem Gebäude hier. Und ja, liebe Freunde, das ist sie. Das ist die Kapitolversicherung, wie wir sie aus der Serie kennen. Das Interessante ist, in der Serie sieht man die Kapitol eigentlich fast nie in der Totalaufnahme. Es gibt, soweit ich mich erinnern kann, nur einen einzigen sogenannten Establishing Shot, also wo man das ganze Gebäude einmal komplett sieht. Und das ist in einer Szene des Stromberg-Films. Hier sehen wir die wunderschöne Kapitol grau in grau. Ja, und so sieht das Ganze hier heute in der Realität aus. Logischerweise steht an diesem Gebäude heute nicht mehr der Schriftzug Kapitol, den hat man hier für den Film natürlich drangehängt. In Wirklichkeit steht hier der Schriftzug Technologiepark. Alles andere allerdings sieht immer noch genauso aus wie vorher. Wir können jetzt hier die Perspektiven nicht im Detail vergleichen, aber wir sehen ja hier, auf der linken Seite ist so ein längliches, großes Gebäude und auf der rechten Seite ist so ein kleiner Anbau mit einer Durchfahrt. All das sehen wir auch immer mal wieder in so Nahaufnahmen in der Stromberg-Serie. Und vor diesem Gebäude befindet sich ein Parkplatz und ja, das ist genau der Parkplatz, auf dem auch zahlreiche Szenen aus der Stromberg-Serie stattfinden. Genau das ist der Ort, wo Stromberg zum Beispiel den Hund verschenkt, wo Ulf und Tanja im Auto bumsen, wo Bernd mit Schirmchen flirtet und so weiter und so weiter. All die großen wichtigen Handlungsstränge aus der Serie haben sich auf genau diesem Parkplatz hier abgespielt. Beispielhaft zeige ich euch mal diese Szene hier aus dem Film. Hier sehen wir den Arbeitskollegen von Bernd, der mittlerweile als Kurierdienstfahrer arbeitet, weil er Angst hat, seinen Job zu verlieren. Genau, auch diese Szene ist hier auf diesem Parkplatz entstanden. Wir sehen jetzt hier in der Realität, mein Gott, das sieht unfassbar runzelig aus. Guck mal da, die ganzen Fenster und so, diese ganzen Büroräume da unten. Und ein Großteil davon zumindest scheint inzwischen einfach leer zu stehen. Ja, aber diese braun-graue Fassade dieses hässlichen Gebäudes, die ist einfach typisch Stromberg, oder? Die sieht man immer und immer wieder in der Serie, wenn die Leute auf dem Parkplatz rumlaufen. Auch in dieser Szene sehen wir das nochmal ganz gut im Hintergrund, die Fassade. Auf der linken Seite ist sogar noch so ein kleiner Busch, auch der ist heute immer noch da. Ja, und auf dem Parkplatz ganz viele Autos, die heute nicht mehr da sind. Unter anderem die alte Karre vom Ernie steht da rum in dieser Szene. Ja, die ist heute leider nicht mehr da. Zu sehen ist dieses Gebäude auch immer mal wieder in den Zwischenschnitten. Zum Beispiel in dieser Szene hier, da sehen wir diese ja furchtbar hässlichen Fenster, die umgeben sind von ja so einem Treppendesign, würde ich das jetzt mal nennen. Und das sehen wir hier auch in der Realität. Schaut mal da. Also irgendwo an diesen Fenstern haben die auch die Nahaufnahmen aufgenommen, die immer wieder in der Serie zu sehen sind. Es gibt aber auch so ein paar Zwischenschnitte, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo die aufgenommen wurden. Zum Beispiel dieser hier. Da sieht man, das ist ein anderes Gebäude als die Kapitol-Außenfassade. Also die Fenster und auch diese geriffelte Fassade, das stimmt irgendwie das nicht so ganz überein. Ich vermute, das hat man nicht an diesem Gebäude hier gefilmt. Da ist man wahrscheinlich für diese Zwischenschnitte einmal durch komplett Köln gefahren und hat sich die hässlichsten Gebäude ausgesucht, die man so finden konnte. Und die hat man dann immer wieder in der Serie Stromberg eingeblendet. Was aber definitiv da ist, und das möchte ich euch hier auch noch ganz kurz zeigen, ist dieses Parkhaus hier.
Auch das sehen wir gelegentlich in der Serie und auch im Stromberg-Film. Da fährt Bernd ja einmal das Parkhaus hoch und fährt dann mit seinem Auto gegen so ein Schild. Ja, und das ist natürlich auch immer wieder Thema in der Handlung. Ich glaube, in den ersten Folgen ist es ja direkt schon so, dass er sich über seinen Parkplatz beschwert, der viel zu weit weg ist und er möchte lieber auf E1 parken oder so, war es, glaube ich, ja. Ja, dieses legendäre Parkhaus ist auch heute immer noch hier und wie wir sehen, es wird sogar genutzt. So, und jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Das hier waren ja jetzt erstmal nur die Außenaufnahmen der Kapitolversicherung. Jetzt möchten wir euch noch die Innenaufnahmen der Serie zeigen. Ja, richtig gehört. Auch die Innenaufnahmen der Serie wurden nicht in einem Studio gedreht, sondern tatsächlich in einem alten, runzeligen Gebäude im Technologiepark Köln. Lustigerweise ist es nicht dieses Gebäude, was wir gerade gesehen haben, wo sich der Parkplatz davor befindet. Es ist ein anderes Gebäude, was nochmal so ein paar Meter die Straße runter ist. Und leider, das ist jetzt eine kleine Einschränkung, ist es uns nicht gelungen, in dieses Gebäude reinzukommen. Ihr wisst, so Drehs in Innenräumen und auf Privatgeländen und so, das ist immer ziemlich schwierig. Da muss man sich immer eine Genehmigung einholen und so weiter und so fort. Das hat in diesem Fall leider nicht geklappt, aber ich kenne da zufälligerweise jemanden, der es vor ein paar Jahren tatsächlich geschafft hat, in das berühmte Stromberg-Büro reinzukommen. Und den möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Ah, hallo Matze. Hallo. Hallo. Das kommt freut nicht so mich, oft dass ich da sein darf. Ja, freut mich auch. Es kommt nicht so häufig vor, dass ich hier auf diesem Kanal Matze und Matze unterhalten. Außer wenn ich mit mir selber rede. Das kommt natürlich auch manchmal vor. Aber heute habe ich einen Gast. Ich möchte dich kurz meiner Community vorstellen, für alle, die dich nicht kennen sollten, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Du bist Matze Gebauer-Peters. Du hast einen Instagram-Account, @MatzeGebauer, und du übst dort ein interessantes Hobby aus. Nämlich besuchst du die Drehorte von bekannten Filmen und Serien. Wie kommt man auf sowas? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man so ein Hobby haben kann. Wie kam es dazu? Es ist schon wirklich sehr special interest, da hast du recht. Das kam im Grunde genommen dazu, dass ich schon im frühen Jugendalter gemerkt habe, wenn man an Orte fährt, wo Serien und Filme gedreht wurden, dass es oftmals vor Ort ganz anders ist, als man das im Fernsehen kennt und sieht, dass Orte größer wirken, kleiner wirken oder für den Film komplett umdekoriert werden. Das fand ich damals schon so interessant. Und als dann mit 18 der Führerschein kam und die Grenzen plötzlich unermesslich waren, habe ich damit angefangen, das ganz intensiv zu machen. Wirklich mir Hollywood-Filme anzusehen oder auch deutsche Serien und einfach hinzufahren, wo es gedreht wurde. Du gibst dir ein bisschen mehr Mühe, als ich das mache. Ich würde fast sagen, dein Instagram-Account ist so ein bisschen, ja, fast schon ein kleines Kunstprojekt, kann man das so nennen. Also du druckst die Fotos wirklich Dankeschön. Richtig aus und hängst die dann so ein bisschen so in die Realität rein, ne? Genau, man hält das Szenenbild oder ich mache es mittlerweile so, dass ich das Szenenbild vor die Originallocation halte, an den Punkten, dass es sich dann miteinander verbindet sozusagen. Genau, schaut doch mal bei Matze vorbei, @MatzeGebauer auf Instagram ist sein Handle. Genau. Heute möchten wir aber über was anderes sprechen, nämlich über Stromberg. Ihr habt ja unsere Drehorttour gerade schon gesehen. Matze allerdings hat es geschafft, auch in das Stromberg-Haus reinzukommen. Wie ist das zustande gekommen? Wie hast du das geschafft? Du hast ja eine offizielle Genehmigung bekommen, quasi dort ein paar Fotos zu machen. Das ging 2014, hatte ich mal Kontakt zu Brainpool, zu der Filmproduktionsfirma, weil ich einen Drehort aus Pastewka nicht gefunden habe und dort einfach mal ganz frech nachgefragt habe. Und ich hatte einen Kollegen am Telefon, der sehr, sehr affin war mit den Drehorten. Und als ich den dran hatte, habe ich ihn einfach mal gefragt, ob das Stromberg-Büro ein Filmset ist oder ein echtes Gebäude. Und der hat mir dann aus dem Stegreif gesagt, nö, die und die Adresse ist das, erstes Obergeschoss, da haben wir das gedreht. Und war dann Ende Dezember 19 nochmal in Köln und bin dann gefahren. Und dann kurzfristig eine Fotogenehmigung geholt, dass ich da einmal rein durfte. Das lief dann ganz offiziell. Ich habe die Immobilienverwaltung kontaktiert. Die haben den Hausmeister hingeschickt einfach und der hat mir aufgeschlossen und hat mir alles gezeigt. Diese Büroetage ist in einem Gebäude, da waren früher noch Einzelhandel. Da war ein Schlüsseldienst, war da eine Autowerkstatt in diesem Gebäudekomplex. Mhm. Viele kleine Läden, eine kleine Druckerei, glaube ich, hatte mir der Hausmeister erzählt. Und in den oberen Etagen waren halt Büros, die man anmieten konnte. Aber mit dem Wegfall des Einzelhandels Anfang der 2000er stand halt das Gebäude dann mehr und mehr leer. Und so kam auch 2004 damals die Filmproduktion für Stromberg da rein. Die hatten sich das Gebäude angeguckt und das war halt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen muchig vom Charme her, aber es sieht halt schon ein bisschen verbraucht aus. Und das passte, glaube ich, allerdings in dieses Szenenbild vom Kapitol bestimmt sehr gut rein. Und mittlerweile hat das Gebäude offenbar irgendwie den Eigentümer gewechselt, ist zumindest eine Vermutung, ne? Weil mittlerweile ist es nicht mehr so ganz einfach, da irgendwie reinzukommen, haben wir ja selber festgestellt.
Genau, wir hatten im Zuge dieses Videos das probiert hinzubekommen, aber also ich weiß nicht, ob der Eigentümer gewechselt hat, auf jeden Fall hat die Immobilienverwaltung gewechselt. Das ist ein komplett Okay. anderes Unternehmen, sitzt ganz woanders in Süddeutschland und ja, leider wurden wir geghostet zum Schluss. Ja, schade. Naja, aber schön, umso schöner, dass du hier bist. Dann nehmen wir uns doch mal mit in dieses Gebäude rein. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man da so reingeht? Ist da unten wirklich auch diese Drehtür, die man immer im Intro sieht, mit diese Drehtür mit dem Teppich oben Nein, drunter? die Drehtür ist da tatsächlich nicht. Und ich hatte mich auch mit dem Hausmeister unterhalten, der Ja. ja für den gesamten Technologiepark damals zuständig war, und der kannte die Drehtür auch nicht. Also die ist auf jeden Fall nicht dort entstanden, diese Aufnahmen. Ja. Die Drehtür ist da nicht. Nee, es ist ein ganz normaler, ja, so ein 70er-Jahre-Baustil halt. Man geht durch so eine gläserne Tür unten in dieses typische Stromberg-Treppenhaus, was man aber sofort erkennt. Es riecht nach ganz altem Linoleum. Es ist wirklich ein Gebäude, was schon seit wahrscheinlich 30 Jahren keine Renovierung mehr gesehen hat. Es riecht da drin auch nach feuchten Wänden, das steht halt schon ewig leer. Aber das Treppenhaus war schon sehr signifikant, wenn man hineinkam. Da hat man Genau, sofort die da. ganzen Szenenbilder gehabt mit Tanja und Ulf, die sich streiten, oder mit Stromberg, der Herrn Becker abfängt auf dem Flur, sowas alles. Und wenn man diese Treppe halt hinaufgeht, kann man direkt einmal links abbiegen auf dem Flur und dann sieht man auch schon diesen berühmten Eingang zum Großraumbüro, wo die Kollegen ja mal arbeiten. Okay, und dann hat dir der Hausmeister aufgeschlossen und du bist in dieses, ich vermute mal, es ist ein In die großer heiligen Raum, ne? Hallen. Ja, in die heiligen Hallen bist du eingetreten. Tatsächlich hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, obwohl man schon so viele Drehorte gesehen hat, dass ein Ort viel, viel größer war, als er im Fernsehen wirkte. Es ist ein unfassbar großer Raum. Also ich möchte behaupten, dass da bestimmt noch doppelt so viele Leute mit Schreibtischen reinpassen würden, als in der Serie zu sehen. Also es ist Ah, sehr viel Platz tatsächlich. da drin, tatsächlich. Ja, Hätte ich es jetzt gar ist nicht gedacht. unsagbar groß. Ich auch nicht. Nee. Also die haben das in der Serie anscheinend die Schreibtische so weit auseinandergestellt, um den Raum halt voll zu bekommen und auch wahrscheinlich, um mit der Kamera arbeiten zu können, denke ich mal. Nee, also es ist wirklich ein sehr, sehr großer Raum, sehr viel Platz. Aber auch da muss man sagen, auf den Fotos, die ich gemacht habe, sieht es noch recht positiv aus, aber auch da ist der Lack schon ab in dem Gebäude. Also es riecht da auch sehr nach feuchten Wänden. Es gab auch einen ganz bösen Wasserschaden an der Decke, der auch im Stromberg-Film zu sehen ist, muss man sagen. Und so roch es da drin auch, ja. Und der Boden ist halt kaputt und die Fenster sind ja auch schon alle abgenutzt, ganz schlimm und ja. Ich würde jetzt mal vermuten, dass dieses rechte Ding ist der Konferenzraum, wo Stromberg seine Computerprüfung vergeigt hat, ne? Ist das so? Das Genau, müsste das der ist der sein, ne? Konferenzraum. Ja. Korrekt, genau. Und dann links daneben ist dann wahrscheinlich sein Büro, oder? Da ist sein Einzelbüro, genau. Im Büro von Stromberg muss man allerdings sagen, da habe ich auch ein Foto dir übergeben, sieht man, dass man da im Film geschummelt hat, Ah. weil Strombergs Büro größer ist, als man das aus der Serie kennt. Es gibt Ah. in Strombergs Einzelbüro eine Nische nach hinten, da sind Wasseranschlüsse. Ich weiß nicht, ob da mal Duschen waren oder eine Küche, ich kann es dir nicht genau sagen. Und diese Nische, die hat man für den Film aber zugebaut und da ein Bücherregal hingestellt. Der Stromberg-Film, der endet ja auch damit, dass er in seinem Büro sitzt und hinter die Wand geht. Links müsste dann diese Tür, die da links reingeht, das müsste dann ja wahrscheinlich die Küche sein, ne? Oder ist das nochmal Genau, da, da wo, war früher eine Küche drin. Da hängen auch noch Fliesen an der Wand auf jeden Fall und das hing auch noch ein Küchenschrank an der Stirnseite der Küche. So, und dann hast du noch ein paar schöne Fotoaufnahmen gemacht mit den Protagonisten quasi davor. Einmal Ernie schön vor Genau. Strombergs Büro. Stromberg, wie er vorm Schrank steht in der Küche. Dann einmal sein Büro selbst mit Ja. Herrn Becker und den Namen des Kollegen habe ich vergessen, der da gerade zu sehen ist. Ja, den habe ich auch Genau. vergessen, aber der taucht immer wieder auf. Beckers Büro, weißt du, wo das ist? Das ist wahrscheinlich in einem anderen Gebäude. Das sah ja immer sehr prunkvoll aus, ne? Richtig, genau. Das ist auf jeden Fall auch irgendwo da im Technologiepark gedreht. Ja. Ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten vor ein paar Jahren, der bei Stromberg als Statist mitgewirkt hat. Und der sagte mir, dass es auf der anderen Straßenseite gibt es ein großes Bürogebäude, ein modernes Bürogebäude, wo das Büro von Becker ist, diese Etage, und auch die Kantine, die wird man wieder sehen. Ah, die Die ist auch Kantine, dort stimmt, gegenüber ja. gedreht. Ja, Ja. genau. Aber das Gebäude ist tatsächlich, also da ist eine Firma drin und da kommt Ja. man auch so ohne weiteres gar nicht ran, außer mit der Drehgenehmigung. Also auch wenn ich jetzt nicht drin gewesen bin, ich fühle mich, als wär ich es durch deine schönen Erzählungen. Ach, das ist schön, das ist schön. Ich bedanke mich für die ganzen Genau. Eindrücke. Wirklich fast, als wäre ich mit dabei Sehr, sehr gewesen. gerne. Ganz toll. Vielen Dank, dass ich Checkt da sein alle durfte. Matze aus auf seinem Instagram-Kanal. @MatzeGebauer ist das Handle. Und da könnt ihr dann nicht nur die Stromberg-Bilder sehen, sondern auch viele, viele andere Filme und Serien, deren Drehorte er besucht hat. Wo geht's denn als nächstes hin? Weißt du das schon? Ich habe tatsächlich aktuell noch gar keinen Plan.
Ah, noch gar kein Plan. Ich Gut. lasse mich da immer sehr inspirieren von dem, was ich aktuell sehe. Und dieses Jahr ist noch gar nichts weiter geplant, außer London, wo ich nochmal hinfliege Ende des Ja. Jahres, weil ich beim letzten London-Aufenthalt bei weitem nicht das geschafft habe, was ich schaffen wollte. Wir freuen uns auf die Fotos und dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine ganzen Infos zu Stromberg. Ich habe zu danken. Freunde, ihr seht, die Sonne ist untergegangen. Das war's. Das war unsere Drehortour zu Stromberg mit Matti und den Und Neise. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Hat es dir gefallen? mir hat es fantastisch gefallen, Mitty. Mir hat es auch fantastisch gefallen. Es fühlt sich fast so an, als hätten wir diese Anmoderation noch nicht das dritte Mal gedreht. Was gibt es zu sagen? Erstens, check mal unseren Partner Holzkern aus. Die haben nämlich dieses heutige Video hier freundlicherweise unterstützt. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link. Was gibt es noch zu sagen? In 2 Wochen geht es weiter hier auf diesem YouTube-Kanal. Freust du dich auch schon darauf, Elinaise? Also, ich werde einschalten. Du hast abonniert, ne? Absolut. Ja. Okay, was gibt es sonst noch zu sagen? Erstens, wenn euch dieses Video gefällt, dann. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Sehr gut. Was noch? Schreibt uns was in die Kommentare. Könnt ihr machen, ja. Was denn noch? Und abonniert den Kanal. Und drückt die Glocke, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Ja. Und wenn ihr mich und Denises Arbeit ein kleines bisschen unterstützen wollt, geht das natürlich auch zum Beispiel auf Patreon oder ihr werdet Kanalmitglied auf YouTube. Dann gibt es nicht nur Videos vor allen anderen, sondern zum Beispiel auch exklusive Inhalte. Zum Beispiel werde ich euch da nochmal detailliert alle Adressen der heutigen Drehorte aufdröseln. Dann wisst ihr nämlich auch, wenn ihr diese Drehortour machen wollt, wo ihr da so hin müsst. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Du bist auch schon Patreon, oder? Gut. Alles klar. Das war ein schöner Ausflug. Wir sehen uns dann in 2 Wochen. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Reise. Also, ja, bis dann. Ciao. Ciao.